Bahnhof Brunnen heute Morgen. Unsere Gruppe wartet auf den Zug nach Bellinzona. Im Bild auch meine Wenigkeit, eisessend. Und hier kommt René Fleim, der uns ein wenig was über die Gotthardstrecke erzählen will. Diese Sequenz wurde aufgenommen von Georg Lachnit. Und jetzt überholen wir einen ganz interessanten Zug. Er gehört dem Erhaltungs- und Interventionszentrum der SBB in Erstfeld. Die knallgelb lackierte Zugkomposition ist für den Einsatz im Gotthard-Basistunnel bestimmt. Auf der Fahrt über den Gotthard kann man sehen, wie unser Zug die Kurven bewältigt und hören, wo überall. Auf der Nordseite bei Wassen, das ist da sind zwei Kehrtunnel, so eine Doppelschlaufe, wo man eigentlich 180 Grad fährt. 63 kommt jetzt, dann kommen 280er. Und auf der Südseite wird es dann wirklich lustig, weil dann fahren wir wirklich durch vier sogenannte Kreiskehrtunnel oder Spiraltunnel. Wir machen 700 Höhenmeter hier, 900 Meter geht es auf der anderen Seite wieder runter. Also das ist wirklich das Clevere, nebst dem Gotthard-Scheiteltunnel war, dass man auf die Idee gekommen ist vor 140 Jahren, dass wenn man Kreise fährt, kann man an Höhe gewinnen. Geht einfach. Lustigerweise merkt man das gar nicht, weil ihr habt immer das Gefühl, der Zug fährt geradeaus, dem ist aber nicht so. Wir haben früher auf der Schulreise, das war ja obligatorisch, dass man, jedes Kind musste auf der Gotthardstrecke fahren. Es war toll, dazu mal konnte man noch die Fenster aufmachen, etc. und rauswinken, ach, Plumpsklo, das waren noch Zeiten. Karton, Billett oder wie sagt man, Fahrschein, wo man geknipst wurde, kennt das noch, anständig, keine Füße auf dem Polster, gab es früher nicht, wirklich, da hat man den Respekt vom Zugführer gehabt, aber es waren andere Zeiten. Okay? René könnte man noch viel länger zuhören, aber in Bellinzona ist die Fahrt zu Ende und das Ziel nahe, das Ausbesserungswerk der SBB. 175 Jahre Schweizer Bahnen werden hier gefeiert, deshalb auch das Wochenende der offenen Tür. Mit interessanten Exponaten wie diesem Motor hier, der einen ziemlich abgewirtschafteten Eindruck macht, aber nach der Revision wie nagelneu wieder in die Maschine eingebaut wird. Spannend auch der Kran, der eine Lokomotive wie ein Federgewicht quer durch die Halle trägt. Das hat mich schon beeindruckt, zumal diese ganze Vorstellung mit einer, ich sag mal, einfachen Fernbedienung abläuft. Die schwebende Lokomotive hat viele der Besucher in ihren Bann gezogen. Aber nicht nur die schwebende Lok begeistert, auch die stehenden, egal ob klein oder groß. Ein Blick hinter bzw. unter die Kulissen am Tag der offenen Tür war ganz im Sinne der vielen, oft auch jungen Besucher, die am Fahrsimulator schon einmal einen Blick in die persönliche, berufliche Zukunft werfen konnten. Eine Lok zu fahren ist immer etwas Besonderes, beinahe für jeden. Der Blick auch zurück ist auf der Lok 460-019 von der österreichischen Künstlerin Gudrun Geiblinger verewigt worden. Man wird in das Jahr 1847 entführt, als das Schweizer Bahnzeitalter zwischen Zürich und Baden mit der Spanisch-Brödli-Bahn begann, die von der Lok Limmat gezogen wurde. 175 Jahre sind seitdem ins Land gegangen. Vieles erfahren die Besucher von den engagierten Mitarbeitern, aber dieser Vater erklärt seinem Töchterlein ganz begeistert selbst die faszinierende Technik. Auch die Bahngeschichte kommt nicht zu kurz. Hier ein kleiner Ausflug in die Vergangenheit der Straßenbahn von Lugano anhand verschiedener und unterschiedlich großer Modelle. Nach etwa der Hälfte des Rundgangs
warten die leiblichen Genüsse auf die Gäste. Ich muss sagen, alles war perfekt organisiert. Es hat von Anfang bis Ende Spaß gemacht. Und geschmeckt hat's auch. Wie nach der Pause der Gang durch die Wagenausbesserung. Alles überaus informativ. Die Beschreibungen sind übrigens auch über QR-Codes auf Deutsch zu lesen. Und da gibt es jede Menge zu tun. Die Montage von Innenausbau, Durchführen von Schweißarbeiten, Reinigungssandstrahlen und Entfernung von Schutzvorrichtungen, Verlegen von Boden- und Wandbelägen, Silikonieren von Fenstern, Montieren von Türen, komplette Außenneulackierung. Auch im Namen unserer Gruppe möchte ich mich für diesen informativen Rundgang bedanken. Toll war's.